Im Rahmen einer großen Gala haben Bild am Sonntag und Autobild die goldenen Lenkräder 2011 verliehen. Das goldene Lenkrad ist die wichtigste nationale automobile Auszeichnung. In den 4 von der Jury bewerteten Klassen lagen ausnahmslos deutsche Modelle vorn. Die diesjährigen Preisträger heißen VW Up, BMW 1er, Audi A6 und Mercedes SLK. 2 weitere Klassensieger, durch die Leser gewählt, sind der Porsche 911 in der Kategorie Sportwagen und die Mercedes M-Klasse bei den SUV. In diesem Jahr waren in der illustren Jury wieder einmal nicht nur Experten vertreten, sondern auch ganz normale Autofahrer und zum Teil sogar Prominente wie Boris Becker, Frank Elstner, Vitali Klitschko oder Katharina Witt sowie die bekannten Rennfahrer Walter Röhrl, Ralf Schumacher und Jutta Kleinschmidt. Vom 18. bis 27. November findet in Los Angeles die vorletzte große Automesse des Jahres statt. Viele Hersteller haben aber dennoch interessante Neuheiten im Programm. Der Großteil der insgesamt 20 Weltpremieren stammt aus Asien und den USA. Die LA Auto Show zählt mittlerweile zu den wichtigsten Automessen der zweiten Jahreshälfte und gewinnt international zunehmend an Bedeutung, auch für die europäischen und insbesondere die deutschen Autohersteller. So ist die erste Garde mit 3 wichtigen Premieren in Kalifornien vertreten. Volkswagen präsentiert den neuen VW CC, Porsche enthüllt den Panamera GTS und Mercedes zeigt den neuen ML63 AMG. Endlich braust die Neuauflage des Suzuki Swift Sport auf unseren Straßen. Sie verspricht sportlichen Naturen noch einmal deutlich mehr Fahrspaß als der Vorgänger. Der 1,6-Liter-Motor hat bei der Leistung auf 136 PS zugelegt. Auch das Drehmoment fällt mit jetzt 148 Newtonmetern deutlich höher aus. Vor allem aber kommt der Swift Sport endlich mit einem 6-Gang-Getriebe, denn beim Vorgänger gab es bei längeren Autobahnpassagen doch mächtig laute Nebengeräusche. Dazu hat Suzuki den 3,89 Meter kurzen Swift besser gedämmt, was ein zusätzliches Maß an Geräuschminderung bringen dürfte.